Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur neuesten Folge von The Forest und zwar in der neuesten Version 038. Was neu ist, weiß ich gar nicht. Ich habe den Changelog nicht gelesen, bin eine faule Sau, ich weiß. Egal, heute müssen wir mal ganz kurz eben eine kleine Runde alleine machen, denn der Patrick, der ist arbeiten und der Gorbi, der ist schwul und deswegen hat er keine Zeit. Und so, 98. Tag. Bald die 100 Tage voll, nicht schlecht. Nee, ich habe irgendwas gelesen von wegen Stone Path, also eben Steinwege und noch ein paar andere Sachen. Mondzyklen, glaube ich, oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Einfach gleich mal gucken, ob irgendwas Neues offensichtliches da ist. Und vor allen Dingen, was wieder offensichtlich kaputt ist. Ne, das ist ja ne, schöne viele neue Sachen beigepackt, schöne viele alte Sachen, die geklappt haben, wieder kaputt gefixt. So. Ja. Heute bin ich auch wieder ganz alleine, nicht im Stream. Bisschen blöd, habe ich Angst, kacke ich mir in die Hose. Ist blöd, weil ich eine weiße Hose anhab. Sieht man so gut, die Streifen. Aber ich muss ja gleich auch nur weg, deswegen merkt das bestimmt keiner. Ich bin einfach in Matsch gefallen, sag ich. Das sind noch Kriegswunden von Wacken. Und ja, der Matsch fängt auch an zu riechen, wenn er trocknet. Das Themen sind schon wieder gerade, das ist toll, ne? Da sind wir. Licht aus, es ist Tag. Ruckel die Fix, ruckel die Katz. Wieso sind wir fast tot? So. Ach, jetzt hat er es direkt gefressen. Das ist ja praktisch. So, dann gönnen wir uns auch nochmal direkt hier so einen Snack und so einen Drink. Und, nein, nicht das Rohfleisch, danke. Das wollte ich getrunken haben. Ich drücke schon wieder die ganze Zeit die falschen Tasten. Also alles wie immer. Nur schlimmer. Jo, dann gehen wir uns raus und gucken mal ganz kurz in das Baumenü hier. Ey, wat ne laber nicht. Sind da die Bäume wieder da? Zumindest ein paar. Das sieht so dicht und begrünt aus. Wenn ich übrigens hier die ganze Zeit so ein bisschen schnorrig bin, das liegt daran, dass ich auch ein schnorriger Typ bin. Ich glaube, es sind ein paar Bäume da. Wieder. Ich kann mich aber auch irren. Ah, hier ist übrigens mal wieder ein bisschen Reparaturbedarf. Kann man direkt mal kurz eben den Weg hier abstiefelieren. So. Schön. Was machen wir jetzt? Genau, wir wollten ins Buch reingucken. Ach, wie sieht jetzt hier eigentlich unser Pool aus? Sind die ganzen Koffer jetzt wieder draußen oder sind die noch da drinnen? Das ist jetzt gerade die Frage. Ich hab's befürchtet. Naja, schade. Da müssen wir uns da irgendwie was anderes einfallen lassen. Wir müssen irgendwelche Objekte generieren, die tatsächlich permanent da bleiben. Wie zum Beispiel blaue Steine. Nee, ich wollte das Buch aufmachen. So, denn der Weg wird ja wahrscheinlich irgendwo unter... Ja, unter was wird denn der sein? Ich weiß es ja auch nicht. Der Hole Cutter ist weiß, toll. Ah, Rock Path. Items needed, Stones, unendlich. Das klingt gut. Weg. Weg, bäh. Da, das wollte ich mal ganz kurz bauen. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht nämlich echt interessant aus eigentlich. Kann man das gerade mal drehen? Irgendwie. Rotate. Rotate geht nicht. Dann setzen wir das Ding mal eben hier dran. Mal gucken, ob es funktioniert. So. Und dann ziehen wir den mal einmal hier zum Mittelpunkt. Hier hin. Aber hier am Teich vorbei wäre ja eigentlich auch cool, ne? So. Einmal hier hin. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Also ich glaube, ich muss sagen, mir gefällt das hier gerade. Jetzt muss ich hier nur gucken, ob wir hier was dran bauen können noch, weil ich möchte ja einmal den Weg auch hier drüben haben. Ja, hallo Eimer. Ich glaube, ich kann den auch einfach irgendwo ansetzen hier, oder? Zweifelsfall manchmal ganz kurz in die Tür auf. Hier wird schon keiner kommen gerade.
Ich glaube, hier wird sehr wohl gleich einer kommen. Ich kenne mein Glück doch. Erstmal ganz kurz eben hier rauf, weil ich glaube, von da unten kriege ich das Ding erstmal nicht fertig gebaut. Jetzt gucke ich die ganze Zeit auf den linken Monitor, um zu gucken, ob irgendjemand was schreibt. Dabei schreibt doch gerade gar keiner. Es kann doch gerade gar keiner was schreiben, denn das Stream ist doch gar nicht an. Das ist in meinem Alter. So. So, dann wollen wir einmal den Weg hier rüber plüppeln. Einmal nach hier. Dann einmal nach hier. Und dann hier dran. Und wen wundert es? Natürlich funktioniert es nicht, dass man die Wege hier ineinander verdingsen kann. Sondern vielmehr sie, überschneiden sich hier natürlich nicht. Das heißt, wir müssen den Weg jetzt hier auch nochmal wegreißen. Kann ich den gerade mal. Kann ich den hier wegreißen? Warte mal, ich habe doch hier gerade irgendwas gesehen. So ein Teilsegment, glaube ich. Da! 14! 14 Steins, wenn ich das wegreiße, ist dieser Bereich weg. Damit kann ich leben, glaube ich. Damit kann ich leben. Wir müssen den Magandruf eben hier hochkrabbeln, weil von hier oben kann man die halt besser am Tor ansetzen. Aber das ist echt schlimm, wie meine Nase heute juckt und läuft und rumsifft. Das ist ganz herzallerliebst. Wer auch ein bisschen was davon haben möchte, bitte ganz kurz eben die Adresse schreiben, dann schicke ich ein Taschentuch rüber. Auf Wunsch auch gerne noch warm, das wird dann aber von der Verpackung etwas teurer. Ja, da muss man also schon Aufschlag zahlen. So. Warme Apfeltasche. Ganz lecker. Nein, ich habe keinen Titel gefunden. Der Titel ist logischerweise, wie immer nach dem Update, der Versionsdame. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Titel Warme Apfeltasche schon mal hatte. Es ging um ein ähnliches Thema. Auch mit Körperflüssigkeiten. Aber lassen wir das. Ich glaube, es ging um Ohrenschmalz. Wenn ich mich nicht irre. Das tue ich ja wirklich selten. So, jetzt mal den mal hier hin. Das könnte funktionieren, weil ich hier vorhab. Die Betonung liegt auf dem Wort könnte. So, kann ich das... Da doch, bis nach hier geht das. Guck mal, schau, wie das schön ist, du. Boah, ist das schön. So. Den ist noch ein bisschen länger gezogen, bis nach da dran. Und wenn das passt, dann passt das. Glaube ich. Ich hoffe, das passt. Das ist das falsche Element. Das ist ein Zaun, den wollte ich nicht. Was macht der Vogel da oben? Was machen die Vögel da oben? Ja, der backfrei und so. Ne? Ja, ja. Man sollte sich ja nicht wundern. Ich glaube, das klappt so nicht. Ich muss hier mal gerade eben ein Stück von dem Ding nochmal wegnehmen. Ich glaube, dann können wir den hier dran basteln. Klack, klack. So, once und dann ziehen wir den bis nach hier drinnen und dann haben wir eine Kreuzung. Das ist ja abgefahren. Na gut, hier müssen wir nochmal gucken, weil da könnte man ja eigentlich auch am besten so eine Öffnung reinmachen, aber ich glaube, das wäre jetzt wirklich rumgedruckse. Weiß nicht. Ich fange mal an, da hinten zu bauen. Oh, was haben wir denn jetzt gefangen? Toll, nix. Super. Nicht mal ein Stein. Oh toll, ich kann das nicht refreshen. Ah doch, jetzt. Ah Mann, ich sollte meine Nase gleich auch mal refreshen, ey. Die läuft schon wieder. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder eine Möglichkeit gefunden, wo wir diesen Steinüberschuss hier loswerden, den wir hier wieder haben. Und das ist Gemüse, was hier mit einem Weg wächst. Schlimm. Weg mit dir. Weiche von mir, Busch. Also 6 Minütchen haben wir noch. Ach komm, ich bediene mich einfach mal hier an den Reservestein. Da werde ich natürlich wieder Schelte kriegen von den beiden. Wie kann ich mich nur an den Reservestein vergehen? Schon wieder was in der Falle? Oh toll, schon wieder nichts. Oh doch, ein Lizard. Oh, jetzt habe ich den Käfig natürlich ein bisschen kaputt gemacht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Leg den Kopf mal weg, den brauchen wir gar nicht. Oh, hier haben wir noch ein paar Lockholder gebaut. Also ich vielmehr.
glaube, ich gucke mal gerade, ob ich schlafen kann. Es wäre halt echt sexy. Nee, aber ich kann gerade mal speichern. Das ist mindestens genauso sexy, fast. Ich habe eigentlich keinen Bock jetzt. Ah, jetzt kann ich schlafen. Schön. Gut. Gute Nacht. Hey, cool, meine Stimme hat sich überschlagen. So, da können wir das Feuerzeug wieder wegpacken. Und vielleicht haben wir jetzt hier mal ein paar Steine wieder rumliegen. Ja, komm, Häschen, lauf in die Falle. Oh, Häschen ist in die Falle gelaufen. In 3D. So, ab in den Käfig. Kannst du Spaß haben mit den anderen. Artgerechte Tierhaltung und so. 6 Hasen auf einen halben Quadratmeter. Ist immerhin fast so artgerecht wie die Haltung von Japanern. Ja, die haben ja auch nur ein Viertel Quadratmeter zum Leben. Aber es reicht ja irgendwie. Na, komm, auf Sitzplatz. Okay, dieser Weg, der ist jetzt nicht ganz so aufwendig, wie die Mauer ursprünglich war, aber es zieht sich trotzdem. Vor allem, wenn man gerade nicht die Sachen findet, die man haben möchte. Vor allem, wenn überall wieder die blöden Koffer rumliegen, die man doch extra noch schön in unser Bälleparadies geschmissen hatten eigentlich. Oh, schönes Screenshot, nehme ich mal ganz kurz eben mit. Da liegt auch noch einer, sehr schön. Noch einer, bis das erste Segment fertig ist, das will ich jetzt haben. Gib mir das. Gib, 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 gib. Gib! Gib mir einen Stein, sonst muss ein Hase sterben. Da ist ein Stein. Sehr schön. Eigentlich total gemein. Und noch ein Stein. Wieso wächst das Gemüse eigentlich immer wieder in fertigen Dingern? Oh, jetzt hab ich wieder irgendwo Mist gemacht. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, kräftig reingehauen hier. Direkt mal 3 Segmente kaputt gehauen. So. Noch ein Stein, noch ein Holz. Wie viele Stücke brauche ich noch? 2. Upsi! Ich hoffe, der Baum bleibt stehen. Sonst wäre das jetzt ziemlich blöd. Irgendwas schmatzt da gerade. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht so sicher, ob mir das gerade gefällt. Aber es ist ruhig hier. Zu ruhig. Vielleicht sind es auch einfach nur diese Konstruktionen, die wir hier aufbauen, die vielleicht doch nicht ganz so wind- und wetterfest sind. So. Die Steine verbaue ich nochmal gerade eben und dann würde ich auch sagen, haben wir es für heute erstmal geschafft. Und in der nächsten ist auf jeden Fall der Patrick schon mal wieder dabei. Ob der Gorbi dabei ist, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, Sikorski. Reingehauen!